Bläse, wir sind schon voll am Rollen. Sehr gut. Herzlich willkommen zu dem ersten Video auf diesem Kanal. Wir haben heute ein Unboxing-Video von Röding Seesaiblingen. Und in Zeiten von Corona möchte ich einfach eins sagen, für die Aquarianer, die uns zuschauen, geht nicht mit Desinfektionsmitteln an den Finger in die Becken rein. Also, bevor wir runtergehen zum Unboxing, noch schnell einfach kurz. Hier sind wir oben im Zoo bei uns, im Zoo im Sussol in Uetendorf. Das ist die Terroristikabteilung. Und ich glaube, wir gehen hier schnell zu unserem Präsidenten, Patrick Krebs. Er ist hier gerade am Futtern. Und zusammen. Ja, lang das ein Videomaterial für uns zeigen. Das ich glaube, das lächst. Du kannst schneiden. Das ist schneller von Lachen. Item. So, jetzt gehen wir lachen. Wir haben hier etwas Bläs. Was hast du? Ich weiß nicht ganz genau, was da bestellt ist. Ja, ich habe ein Paket bestellt von Röding Seesaiblingen und drin ist einmal ein Bund Egeria densa, einmal Limnophilia sessiflora, einmal Microsorum teropus narrow und einmal rote Mangrovensamen. Eigentlich habe ich mir gedacht, ja, ich will vor allem die Mangrovensamen, weil wir ein Schützenfischbecken machen wollen. Aber da wir auch noch Beta suchen wollen, habe ich gedacht, kaufe ich noch etwas asiatische Pflanzen. Sonst, jetzt tun wir es doch mal auf. Ich bin froh, ist es überhaupt noch angekommen. Der Pöstler hat mir schon das Ding, das Kästchen direkt hergegeben zum Umschreiben. Aber ich habe noch einen Umschreiben. Also, als erstes. Ah, Tropica. Von Tropica, genau. Sieht sehr schön aus. Microsorum Snarrow. Aufsetzerpflanze. Eine Aufsetzerpflanze, genau. Die müssen wir noch ein bisschen stehen. Wir können die nicht gleich ins Aquarium tun. Das wird empfohlen, dass wir die noch eine Stunde lassen stehen. Und dann etwas einsetzen. Wir müssen sie noch aus dem Töpfchen nehmen. Dann hier, das zweite, auch wieder von Tropica, ist die Limnophilia. Sehr feingliedrige Pflanze, hier eher noch klein. Auch wieder in einem Körbchen mit der Wolle, die klassisch dazu ist. Eine Stängelpflanze. Noch Egeria densa gekommen. Das hätten wir gleich hier. Ah, da sind zwei miteinander. Auf der rechten Seite von euch aus gesehen haben wir Egeria densa. Und das hier ist der eigentliche Grund für die Stellung, das sind die Samen von der roten Mangrove. Und wir jetzt eben probieren hier im Zoo, wie wir können so zum Setzling ziehen und dann vielleicht sogar ein Mangrovenbäumchen daraus machen, für es dann im Schützenfischbecken eigentlich zu kultivieren. Und das ganze Schützenfisch das Projekt wird hier stattfinden, ist aber noch gerade ein kleines Knusch, aber kommt sicher noch mehr dazu. Genau, gut los. Der Rest ist einfach noch ein Packungszeug, das wir jetzt müssen gutschießen. Also, in diesem Sinn wünsche ich euch immer ein Handbrei Wasser im Aquarium und ein Hempel Kokosumus im Terry. Alles Gute aus dem Zoo im Sussol. Ciao zusammen!